so geil. Kein Salat, keine Tomaten, keine Zwiebeln. Aber besser als Reis. Was genau isst du jetzt alles? Ich habe mir jetzt 3 Burger geholt, 2 kleine Hamburger und einen Whopper ohne nix. Und ich esse jetzt einfach nach Gefühl. Ich esse den jetzt mal auf und dann gucke ich, wie ich mich fühle. Dann esse ich wahrscheinlich noch einen und den dritten lasse ich wahrscheinlich für später. Falls ich nochmal Hunger bekomme. Und das war's. Ich habe jetzt extra Salat und Tomaten weggelassen, damit auf alle Fälle alles gut verdaut werden kann. Und Gemüse brauchen wir jetzt nicht, es liegt nur unnötig im Magen rum. Es geht jetzt eigentlich um die Kohlenhydrate und den Salz, ein bisschen Fett, dass wir Energie haben für die Show. Nachdem das Muscle-Ding drauf ist, nicht mehr. Ich sage euch, dir ist noch was nicht aufgefallen, weißt du was? Was? Pass. Oh! Wie geil! Ja, Mann. Läuft 10, Baby. Die hatte ich doch mal in Dubai vor einem Jahr. Da habe ich auch Presseausweise gehabt für die Dubai Muscle Show. Und dann haben Dennis Ratano und ich haben uns auch Adolf 10 auf die Tickets geschrieben. Und dann wurden wir auch immer angesprochen, was das sein soll. Haben die Leute auch gelacht. Cool, dankeschön. Super, ey. Ruckzuck vorbei, ey. Perfektes Timing. Geil, oder? Willst du mehr? Geilste Pro-Show ever. Voll in Time. Ja. Grande, bellissimo. Weißt du was? Die Show ist fast wie Fiat. Fehler in allen Teilen. Ja. Oder vielleicht haben wir auch einen Fehler gemacht und die dachten, morgens, weißt du? Dass die gar nicht sagen abends, sondern 4 Uhr morgens.
Wahnsinn. Ja. Gibt es Neuigkeiten, Matze? Wie sieht's aus? Ach, ist jetzt Klasse B oder C mit der Vorwahl Männer dran gewesen. Echt? Erst jetzt? Ja. Ich habe jetzt schon nachladen müssen, habe jetzt noch ein kleines Stückchen Apfelkuchen gegessen. Weil der Arsch, die Hautfalte hat ein bisschen gehangen. Viola sagt immer, dann, sie guckt immer und sagt, okay, ist noch was oder ist nichts. Ich muss echt sagen, so mittlerweile verlasse ich mich fast eigentlich, also regelt es Viola meistens alles. Und Dennis James hat sogar gestern gesagt, ja, lass Viola regeln, sie kennt dich besser. Und sie weiß schon, wenn du was essen musst. Und mittlerweile sind wir drei, so ein perfektes Team, Dennis, Viola und ich. Und Viola kennt mich wirklich besser als mich. Und ich frage immer sie, was soll ich essen? Wie viel soll ich essen? Was denkst du, kann ich noch essen? Soll ich noch trinken? Und die Frau bringt es immer auf den Punkt, Mann. Das ist echt der Wahnsinn. Also, ich sag ja, wenn dir eine Frau was in den Arsch schiebt und dann noch Wasser abdrückt, ey, dann... Das hätte jetzt so schön und romantisch sein können, weißt du? Und du kommst wieder mit der Arschgeschichte. Ja, Adolf Zehn-Style halt, ne? Was soll ich machen? Sag ja, wenn dir Re-talk. Seine... Ja. Das ist wahre Liebe, Leute, Mann. Glaubt mir, ja? Das ist wahre Liebe, Mann. Ja. Wenn dich deine Frau besser als du selber kennst. Ach, wie schön. Wenn wir heute noch ein Eis, Gelato-Eis bekommen, das wäre noch... Pizza und ein Gelato, dann ist alles okay. Dann vergesse ich das auch mit der Versprechung. Ich auch, ja. Ein Pizza, ein Kaffee in italienischen... Ah, war auch geil, ja. Und ein Gelato. Ja. Und das geht heute auf mich, Matze. Dafür, dass du dabei warst... Für den Support, für Rap One. Du hast die Zahnbürsten bezahlt, ich bezahle heute das Essen. Sehr gut, guter Deal, ey. Aber Faust drauf. Kann sein, dass wir Glück haben, weil die Italiener ja immer so eine ewig lange Mittagspause machen. Ne? Ja, bis sie halt dann aufmachen. Und ich meine, was, die machen erst meistens so 17.30 Uhr auf und ich habe schon mal geschaut, die haben alle bis 0 Uhr oder sogar 0.30 Uhr offen. Also vielleicht, weil ich würde sogar fast sagen, das Ding auf der linken Seite, wenn wir zurückfahren, das ja, ist eigentlich so einladend gewesen eben. Oder liegt eigentlich perfekt, wenn es echt gut läuft da, das wäre schon... Das habe ich mir auch gedacht, weil das sah so abgefuckt italienisch, ja. Klar... Also schöner kleiner Laden. Genau, da. Als würde das Ding schon seit 60 Jahren dort stehen, ja. So, da müssen wir rein, ne? Wir sind hier zum Spaß, zum Fun haben und vielleicht setzen wir noch dem Muffin eine Kirsche auf die Sahnehäubchen heute, weil... Jeder schreibt mir auf Instagram, Adolf, reiß die Hütte ab, Adolf, hol das Ding und reiß ab, Mr. Olympia-Quali und so. Aber Leute, haltet den Ball flach. Ich habe schon abgerissen für dieses Jahr für mich. Das hier ist nur Zusatz. Das ist Fun, Spaß und alles, was hier passiert, selbst wenn ich als 17. von der Bühne gehe, habe ich für mich gewonnen, weil meine Form ist heute nochmal besser als in Frankfurt und das ist alles, was zählt. Ne? Sehe ich ganz genauso. Genau. Du kannst eigentlich nur noch als Sieger nach Hause fahren. Also ja, sehe ich auch so. Deswegen entspannt bleiben. Genießen. Genau. Kriegen wir schon hin. So, an dieser Stelle im Video ist es dann wohl Zeit für ein kurzes Fazit nach dem Wettkampf, da es ja schon 19 Uhr ist. Wie war es denn? Es war sehr spannend. Die Organisation war, wie gesagt, nicht hervorragend. So, ja, nicht so toll, aber ja, kurzes Update. 16 Uhr sollten wir dran sein. Wir warte, haben mal, jetzt, warte mal, ich mache hier den zeig mal die Uhr bitte. Die Leute müssen das sehen. Ja. Hier keine Verarschung, kein Photoshop oder Elements oder sonst was. Ja, wenn ihr mir glauben wollt, ich kann es euch auch nochmal zeigen. 19 Uhr. 19:01. Und nix. Und nix, ja. Wir warten immer noch. Ich bin leer. Die Burger, die ich gegessen habe, die haben auch nichts gebracht, weil die sind schon längst verdaut und aus den Muskeln wieder raus. Deswegen kriegen wir gleich neue. Mein lieber Freund Theo ist auch am Start aus Frankreich. Der, sein Coach, hat uns extra noch Burger besorgt aus dem McDonald's. Wir warten jetzt noch drauf. Danke, Theo. Thank you for the burgers. I said you're a good friend from France and your coach ordered some burgers for us. Wie sagt man denn Danke auf Französisch? How I say thank you on France? Ja, das müsste sollte sein. Merci. Wissen. Merci. Merci beaucoup. Merci. I'm international now. Wenn ich so weitermache, kann ich Italienisch, Französisch und irgendwann vielleicht auch noch Spanisch. Aber ja, ich habe mir fest vorgenommen, nicht mehr nach Italien und nach Spanien zu gehen für einen Wettkampf, weil die Organisation ist jedes Mal dumme einfach Idee. Kacke. Ja. Macht keinen Spaß sowas, weil
Ja, ihr müsst euch vorstellen, ich habe extra aufgehört zu trinken um 12, damit es halt eine Punktlandung wird um 16 Uhr. Und wir haben ja alles praktisch für die Form getimed für 16 Uhr. Wenn es sich dann um Stunden verschiebt, dann ist die Form halt auch nicht mehr genauso, wie sie sein sollte. Und jetzt muss man halt wieder rumexperimentieren. Ja, aber wir machen das Beste draus. Ne? Was auch sonst? Was sollst du sonst machen? Ne? Ja. Stay positive und so. Genau, Adolf Zehn Style und so. Hast du die anderen 10 schon weg oder was? 12. 12 war? 12. Sehr schön, sehr schön. Nee, einen habe ich weg. Den lasse ich erstmal setzen. Und dann gucke ich mal, ob ich den noch esse. Aber den behalte ich erstmal. Übrigens startet jetzt Men's Bodybuilding Finale Class A. Class A. Das heißt? Sehr einfach. Ja, sie haben vorhin gesagt, also bis ihr Männer Bodybuilding werden, hat sie mir vorhin gesagt, so 1,5 Stunden. Und also eine Stunde locker noch. Stunde locker noch. Ja, wie war der, ne? So Leute, jetzt geht es los. Es ist Showtime, Baby, in Italien, Baby. Adolf Zehn, Baby. Endlich können wir loslegen. Ich krieg jetzt noch... Wie viele Stunden Verspätung, Baby? 4,5 Stunden Verspätung, Baby. Aber ich bekomme jetzt noch eine so schöne Schicht Quick Bronzer drauf, damit ich ganz schwarz und dunkel bin und die Poren versiegelt sind. Da kann man auch nicht mehr schwitzen. Und jetzt viel Spaß beim Video. Jetzt geht's los. Everything I
Hallo. Wo sind wir denn hier? Wir sind jetzt vor der Bar Pizzeria Trattoria. Genau. Heißt, Wettkampf ist vorbei. Wettkampf ist vorbei. Wir haben 0:01. Ja, 16 Uhr sollte der Wettkampf anfangen. Normalerweise wären wir eigentlich so 18, 19 Uhr fertig. Ja, hat sich ein bisschen verschoben, ne? Leicht, ne? Leicht, aber war trotzdem cool. Ich muss sagen, ich war ein bisschen angepisst von der ganzen Organisation und von der Show, weil das alles so schlecht ablief. Aber mein Tag wurde gerettet und zwar nur durch einen Mann. Flex Lewis persönlich kam backstage zu mir und hat mich einfach erkannt, ne? Also, das ist einfach nur unbeschreiblich gewesen. Ich stand einfach da und er sagt so, hey, Adolf? Ich so, yes. Er so, you turned pro 2 weeks ago? Ich so, yeah. Er so, yeah, I know you, man, you're from Instagram. Ich so, what? Ey, ich dachte, ich spinne, ne? Ich dachte, ich spinne. Siebenfacher Mr. Olympia, weiß, wer ich bin. Und dann gibt er mir die Faust und sagt so, wir sind von Europa, wir müssen zusammenhalten. Hat mir die Faust zugegeben, hat gesagt, post mal für mich die Most Muscular. Und ich habe noch ein geiles Foto mit ihm gemacht, wie ich mit der Most Muscular stehe. Und Flex hat sogar, war ihm sogar nicht so schade, sein weißes Hemd mich zu umarmen, ey. So geil, ey. Dafür bin ich einfach nur dankbar und mein Tag hat sich jetzt gelohnt. Und es war einfach nur geil. Und jetzt habe ich meine Subs genommen, mein Glutamin, meine EAAs, alles wieder aufgefüllt, Elektrolyte genommen, genug getrunken und Ingwer auch natürlich genommen. Und jetzt essen wir hoffentlich eine leckere Pizza zusammen und genießen den Abend. Oder, Matze? Richtig. Und Attacke. Viola auch am Start. Attacke. Matze? Adolf? Ich filme dich jetzt auch. So wie du mich immer filmst, filme ich dich jetzt auch. So war aber nicht der Deal, Kollege. Okay, lass uns reingehen. Ja. Only pizza if you want. Pizza, yeah. Perfect. Because it's closer. And maybe some salad or something? See, salad with pizza. Salad, pizza. Oh, thank you. And also some cake later? Not a mia mano. You want to make a photo? No, no, I just want to see it. Can we also have dessert after pizza or also dessert is finished? I finish all the dessert. I have only ice. Ice is perfect. Perfect. Yes. Okay. Huh? Instagram? Yes. Yeah. You also have Instagram? Spigoli. I tagged you already. Ah. I tagged you. Pizzeria Trattoria. Si, si. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you very much. Pizza salata, can you make? Yes. Okay. Oh, thank you. Mi fai tre gelati? Ist das nicht geil? Dafür hat es sich doch schon gelohnt. Ja, für das Gespräch, es waren zwar 5 Minuten, aber ey, das waren die geilsten 5 Minuten, echt, Mann. Also es ist wirklich schwer nachzuvollziehen für einen Außenstehenden, aber ich verfolge Flex schon so lange und bin so ein riesen Fan von ihm. Ja, und es war einfach nur schön. Danke dafür an Flex Lewis. A mixed salad? Mhm. Solo buffalo, then you say ham and pizza? No. Okay? Yeah, Jetzt hast du kein Ham, ne? Just a second. Du wolltest doch mit Ham, oder? Ja, warte. Like this. Okay, but this is speck. Okay. You know what I mean? Yes. Alter, ist das eine Pizza, leck mich am Arsch. Lass gleich noch eine bestellen zum Mitnehmen. So, ich habe mir jetzt so eine leckere Pizza bestellt mit Schinken und Rucola. Das ist meine Favorite Pizza, die esse ich auch immer in Deutschland, wenn ich zum guten Italiener gehe. Aber so wie die hier aussieht, ey, boah, die ist auch so, hört euch das an. Ey, die ist so knusprig, Mann. Das ist richtige italienische Pizza und so muss die auch sein. Und ich krieg noch einen geilen Salat mit Buffalo Mozzarella, also vom Büffel. Und Mats hat auch schon gesagt, die schmeckt mega gut, ne? Mega, also mozzarella-technisch muss ich sagen, ganz, ganz großes Kino hier. Geil. Und ich würde sagen, wir füllen noch kurz bei Viola, Chicken. Aber das Hühnchen sieht auch geil aus, ne? Schmeckt es? Ja, ein bisschen verbrannt. Und ich würde sagen, Leute, vielen Dank fürs Einschalten. Wir genießen jetzt noch das Essen und sehen uns beim nächsten Rap One Baby Baby Video. Wer weiß, wo uns das noch hinführt. Danke fürs Einschalten, danke für einen unfassbaren Support. Bis zum nächsten Mal. Peace.